Die diesjährige Sommerreise führte uns nach Zentralspanien. Die ersten zwei Tage waren durch die lange Anfahrtsstrecke sehr anstrengend. Die kurze Erholungspause zum Mittag genossen wir daher sehr. Unsere erste Besichtigung war Lourdes. 1858 hatte Bernadette Soubirous hier ihre Visionen und grub die Quelle, deren Wasser zu Wunderheilungen führte. Bernadette wurde 1925 selig und 1933 heilig gesprochen. Lourdes entwickelte sich zum größten katholischen Wallfahrtsort der Neuzeit. Hierher kommen 2 Millionen Pilger im Jahr. Nach dieser ersten Besichtigung mussten wir die Pyrenäen überqueren. Diese Etappe war sehr eindrucksvoll, aber auch ziemlich nervenaufreibend. Kurz hinter der französisch-spanischen Grenze befindet sich der Nationalpark von Odessa. Die Landschaft, in der der Park angelegt worden ist, gehört zu den eindrucksvollsten Gebirgslandschaften Europas. Durch eine sehr schöne und sehr einsame Gegend fuhren wir weiter Richtung Pamplona. Die Kathedrale ist eine der schönsten gotischen Kirchen Spaniens. Sie wurde in den Jahren 1397 bis 1530 errichtet. Am Bau und an der Ausstattung der Kirche waren vorwiegend französische Künstler beteiligt. Am weiteren Weg nach Burgos kamen wir an dem Schäferdenkmal vorbei. Burgos ist der Sitz eines Erzbischofs. Die Kathedrale entstand in den Jahren 1221 bis 1230. Die Zweiturmfassade, die in der Portalzone ihres Skulpturenschmuckes beraubt worden ist, weist eine prächtige Fensterrose und eine Art Königsgalerie auf. Über der Vierung erhebt sich ein 50 Meter hohes Oktogon, das ungemein reich ornamentiert ist und von 8 Fialen überragt wird. Im Innern sind beachtenswert die goldene Treppe, die Puerta del Claustro aus dem 14. und 15. Jahrhundert und die Capilla del Santissimo Cristo mit dem sogenannten Cristo del Burgos. Der Korpus ist aus Tierhaut. Der Arco de Santa Maria ist ein mächtiges Stadttor, das in den Jahren 1535 bis 1553 unter teilweise Verwendung eines bis ins 11. Jahrhundert zurückreichenden Turmes zu Ehren Kaiser Karl V. erbaut worden ist. Zwei halbrunde Türme flankieren das Tor. Über dem Torbogen sind in 6 Nischen bedeutende Persönlichkeiten der spanischen Geschichte dargestellt. Darunter Fernán González, der erste Graf von Kastilien, der Cid und Kaiser Karl V. Gekrönt wird das Tor von einem Zinnenkranz, 4 halbrunden mit Zinnen versehenen Türmen und einer Edikula mit der Mutter mit dem Kind. Während wir uns im kühlen Inneren der Kathedrale aufhielten, stiegen draußen die Temperaturen immer höher. Knapp 2 Kilometer von der Stadt entfernt befindet sich das Monasterio de las Huelgas. Sehenswert sind vor allem die gotische Kirche mit den Sarkophagen kastilischer Könige und der große Kreuzgang. Auf der Weiterfahrt nach Valladolid hatten wir wegen einer Baustelle eine Dreiviertelstunde unfreiwilligen Aufenthalt. Im Colegio de San Gregorio befindet sich das Nationalmuseum. Die Fassade besitzt eine Fülle von Schmuckelementen. Der stimmungsvolle Innenhof mit den zweistöckigen Arkaden steht der Fassade nicht nach. Das 1440 erbaute und 1941 restaurierte Castillo de la Mota ist einer der bedeutendsten spanischen Wehrbauten seiner Zeit.
Es war der bevorzugte Wohnsitz Isabella der Katholischen und Gefängnis des Cesare Borgia. Durch weite Pinienwälder kamen wir zu dem Castillo von Cocca, einer Backsteinburg, die um 1400 für die Herren von Cocca erbaut wurde. Die Burg besteht aus einem quadratischen, innerhalb von drei Mauerringen gelegenen Turmbau mit einem wuchtigen Burgfried und etlichen vieleckigen Türmen, an die erkerartige Verteidigungstürme angebaut sind. Diese Vielzahl von Türmen gibt der Burg ihr unverwechselbares Aussehen. Auch an diesem Bauwerk haben die Mudejaren bewiesen, wie ornamental der Backstein verwendet werden kann. In Segovia befindet sich der Aquedukto Romano, der von den Römern wahrscheinlich um das Jahr 100 nach Christus als Wasserleitung für die Stadt erbaut wurde. Er spannt sich in zwei mächtigen, übereinander angeordneten Arkadenreihen über die Plaza della Assoguecho und erreicht in der Mitte eine Höhe von fast 29 Metern. Der im Osten außerhalb der Stadt beginnende und am Alcazar endende Aquädukt ist gut 800 Meter lang und zählt insgesamt 119 Bögen. Auf einer Strecke von 276 Metern ist er zweistöckig angelegt. Auch für den höchsten Teil des Bauwerkes ist kein Mörtel oder sonstiges Bindemittel verwendet worden. Das Baumaterial ist Granit aus der Sierra de Guadarrama. Die Kathedrale wurde im 16. Jahrhundert errichtet und ist eines der spätesten gotischen Bauwerke Spaniens. Die zur Plaza de la Catedral hingelegene, schlichte Fassade erhält ihren Akzent durch einen imposanten, fast 110 Meter hohen und in einer Kuppel endenden Glockenturm. In dem hohen, weiträumigen Inneren ziehen besonders die Glasmalereien, die Sterngewölbe und die barocken Gitter die Aufmerksamkeit auf sich. Nicht weit von der Kathedrale entfernt befindet sich der Alcazar. Er gleicht aufs Haar einer Spielzeugburg. Viele spitze Türmchen, Wehrgänge, Mauerzinnen, Schießscharten, ein Burgfried, nichts fehlt. Der Alcazar wurde im 11. Jahrhundert von Alfons VI. Erbaut. Für die Innenausstattung wurden maurische Künstler herangezogen. Ein kurzer Abstecher führte uns zu dem Schloss von San Ildefonso de la Granja. Es liegt zu Füßen der Sierra de Guadarrama in einer Höhe von 1200 Metern. Bauherren waren Philipp V. und seine zweite Frau Isabella Farnese. Nach den harten Jahren des spanischen Erbfolgekrieges 1702 bis 1714 wollte sich das Königspaar eine Ruhestätte bereiten, die sie an die Heiterkeit Frankreichs und Italiens erinnern und diese der kastilischen Härte aus dem Weg gehen ließ. Die fast 150 Meter Hektar großen und mit Wasserspielen ausgestatteten Gärten, die das Schloss umgeben, sind in Anlehnung an die Gärten von Versailles geschaffen worden. Unsere nächste Besichtigung war Avila. Mit dem Bau der Kathedrale wurde wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen. Erst im 15. Jahrhundert wurden die Arbeiten beendet. Die Apsis der Kathedrale bildet einen Teil der Stadtbefestigung. Avila ist von einer Mauer umgeben, die Ende des 11. Jahrhunderts unter Verwendung von römischem Baumaterial errichtet wurde, rund 2500 Meter lang ist, durch 86 halbrunde Türme verstärkt wird und durch die 9 Tore hindurchführen. Diese Mauer ist eine der großartigsten Verteidigungsanlagen des Mittelalters und die große Attraktion Avilas. Die Kirche San Vicente ist Avilas bedeutendstes romanisches Monument. Im Inneren ist das Grabmal des Märtyrers Vincent und seiner Schwestern Cristetta und Sabina beachtenswert. Der steinerne Sarkophag wird von einem graziösen steinernen Aufbau mit Zackenbogen getragen. An seiner Längsseite sind in Reliefs mit spanischem Realismus Foltern und Sterben der Geschwister abzulesen. Bevor wir am nächsten Tag den Escorial besichtigten, verbrachten wir noch einen gemütlichen Abend. Aus Anlass des am 10. August 1557 von den Spaniern über die Franzosen bei Saint-Quentin errungenen Sieges
gelobte König Philipp II. Dem heiligen Laurentius ein Kloster zu bauen. 1562 wählte der König den Bauplatz aus und 1563 begannen unter der Leitung des in Italien ausgebildeten Juan Bautista de Toledo die Bauarbeiten, die nach dem Tode von Juan Bautista 1567 von seinem Schüler Juan de Herrera weitergeführt und 1584 beendet wurden. Unter dem Einfluss Herreras, der der plateresken Gotik seiner Zeit völlig ablehnend gegenüberstand und der entschiedenste Verfechter des Desornamentado-Stils war, entstand ein, wenigstens nach außen hin, kahles, finsteres, festungs- und gefängnisartiges Bauwerk, über dessen künstlerischen Wert die Meinung der Kunstkritiker und der Historiker sehr weit auseinandergehen. Jedenfalls ist der Escorial eines der bedeutendsten Renaissance-Bauwerke Spaniens und zugleich wegen seiner Raumgestaltung ein Frühwerk des Barocks. Unmittelbar unter dem Hochaltar befindet sich das Pantheon, die Grabstätte der spanischen Könige und Königinnen seit Karl V. Das Pantheon ist ein achteckiger, mit Marmor verkleideter Kuppelbau von 10 Meter Durchmesser und gleicher Höhe. Die Uniformität und die Stapelung der Särge, die an ein Sarglager denken lassen, haben so viel nivellierende Gewalt wie der Tod selbst. Zwischen zwei korinthischen Pilastern stehen in je 4 Nischen die Sarkophage übereinander. Getreu der im frühen Spanien beachteten Geschlechtertrennung ruhen links vom Altar die Könige und rechts die Königinnen, deren Ehe fruchtbar war. In der Gruft der Infanten sind die unfruchtbaren Königinnen, die unmündigen Prinzen und Prinzessinnen und die Bastarde der Herrscher zu Dutzenden versammelt. Für die Allerkleinsten wurde ein Sammelgrab gebaut, das wie eine riesige Sahnetorte aus Marmor und nach einer anderen Meinung wie ein Marmorkarussell aussieht. Im Saal der Schlachten kann man wie im Bilderbuch die Schlachten, Gefechte und Scharmützel Karls V. Und Philipps II. In Breitwandansicht nachlesen. Neben der Schlacht von Pavia, die Belagerung von Saint-Quentin, neben den Expeditionen zu den Azoren, die berühmteste Schlacht des 16. Jahrhunderts, die Seeschlacht von Lepanto 1571. Die Bibliothek des Escorials birgt heute 40.000 Bände. Juan de Herrera ließ es sich nicht nehmen, dafür einen 52 Meter langen Bibliothekssaal zu entwerfen, für dessen Tonnengewölbe die Sixtinische Kapelle als Vorbild diente. Herrera zeichnete sogar die Regale, in denen die Bücher nicht wie üblich mit ihren Rücken nach außen, sondern umgekehrt stehen. Einige Kilometer entfernt befindet sich das Valle de las Caídas, das Tal der Gefallenen. In diesem im Durchschnitt 1300 Meter hoch gelegenen Tal der Sierra de Guadarrama ist in den Jahren 1940 bis 1959 eine monumentale Gedenkstätte für die Gefallenen des Spanischen Bürgerkrieges geschaffen worden. Sie besteht aus einer 262 Meter langen, 20 Meter breiten und 35 Meter hohen, in den Felsen hineingesprengten unterirdischen Kirche und einem auf dem Felsen über der Kirche stehenden mächtigen Kreuz. In 6 Seitenkapellen der Kirche ruhen Gebeine von Gefallenen. Hier ist auch General Franco begraben. Unsere nächste Station war Madrid. Auf der Plaza de España steht das große Cervantes-Denkmal mit den beiden bedeutendsten Romanfiguren, die Cervantes geschaffen hat, dem Don Quixote und Sancho Panza. Der Retiro-Park ist fast 150 Hektar groß. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war der heute fast ganz verschwundene Retiro-Palast Sommerresidenz der Könige und der Park Schauplatz höfischer Feste. Der Estanque ist ein 250 x 125 Meter großer Teich, auf dem früher die Seefeste des königlichen Hofes stattgefunden haben. Am Ostufer steht ein mächtiges Denkmal Alfons XII. Der Palacio Real ist ein mächtiger, um einen Innenhof herum angelegter, vierflügeliger Bau. Er wurde in der Zeit von 1738 bis 1764 an der Stelle des alten maurischen Alcazar errichtet. Die Innenräume sind sehr beeindruckend, so zum Beispiel der Thronsaal, das Vorzimmer der Königin Maria Cristina,
das kleine Zimmer Maria Christinas, das Zimmer der Maria Christina, der Wohnraum, der Salon Gasparinis. Dieser wurde nach dem aus Neapel stammenden Maler und Stuckateur Mario Gasparini benannt. Mit Stuck vollbrachte er wahre Zauberkünste. Er füllte Wände und Decken mit Vögeln, Blumen, Früchten und Chinesen, gab ihnen Farbe, stimmte die seidenen Bezüge der Wände und Stühle darauf ab und vergaß nicht die Steinmalerei des Bodenmosaiks. Das Vorzimmer Gasparinis. Ein weiteres Zimmer. Die Kapelle. Im Schloss gibt es auch noch die königliche Apotheke. Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Toledo. Während der ganzen Reise konnten wir uns immer über Funk verständigen. Bei manchen Stadtdurchfahrten war dies sehr wichtig. Toledo liegt auf einem vom Rio Tajo auf drei Seiten umflossenen Mäanderkopf, auf dessen engem Raum sich die Häuser der Altstadt drängen. Die Stadt ist Sitz eines Erzbischofs. Nach wie vor spielt für die Wirtschaft der Stadt die Anfertigung der Toledo Arbeiten, insbesondere der Toledaner Klingern, eine große Rolle. Die Ende des 11. Jahrhunderts an der Stelle eines römischen Kastrums erbaute Festung erfuhr bis ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder Zerstörungen, Restaurationen und Erweiterungen. Als Toledo im Spanischen Bürgerkrieg in die Hände der Republikaner fiel, leisteten die Nationalisten, die im Alcázar eingeschlossen waren, vom 22. Juli bis zum 27. September heldenhaften Widerstand. Die Kathedrale wurde 1227 bis 1493 auf dem Platz erbaut, an dem die erste in maurischer Zeit in eine Moschee umgewandelte Kathedrale gestanden hatte. Der Einfluss französischer Gotik ist unverkennbar. Das Innere ist 112 Meter lang, 56 Meter breit und im Mittelschiff 30 Meter hoch. Zwei Reihen von Bündelpfeilern gliedern den Raum in fünf Schiffe und einen doppelten Chorumgang. Beachtenswert sind die Glasfenster. Das kostbarste Stück des Domschatzes ist die 3 Meter hohe, 172 Kilogramm schwere und mit 260 Statuetten geschmückte Prozessionsmonstranz. Die Kirche San Juan de los Reyes, mit deren Bau 1746 begonnen wurde, sollte ursprünglich die Grabeskirche der katholischen Könige und ihrer Nachfahren werden. Nach der Eroberung Granadas ließen die katholischen Könige diese Absicht fallen. Infolgedessen gingen die Bauarbeiten nur noch schleppend weiter und wurden erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts beendet. Das Innere der Kirche, vor allem der Kreuzgang, beeindruckt durch die reiche und äußerst vielgestaltige Ornamentik im Stil der Spätgotik, durchdrungen von vielen Elementen des Mudéjar-Stils. Der Kreuzgang zählt zu den hervorragenden Baudenkmälern der spanischen Spätgotik bzw. des isabellinischen Stils. Auf einem breiten Fries mit riesigen Adlern, die von juweliermäßig konzipierten Kronen überragte Wappen der katholischen Könige halten, sind deren Symbole Doppeljoch und gebündelte Pfeile angebracht, dazwischen Heiligengestalten, überdacht von feinst durchgearbeiteten Fialen. Die ehemalige Kirche Santa Maria la Blanca, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde, war die erste Synagoge Toledos. Das fünfschiffige Innere mit seinen auf achteckigen Pfeilern ruhenden Hufeisenarkaden weist besonders mit seinen Kapitellen auf die andalusische Kunst der Almohadenzeit hin. Unser nächster Aufenthalt war Aranjuez. Dieser durch den ersten Vers von Schillers Don Carlos, die schönen Tage von Aranjuez, im deutschen Sprachbereich sehr bekannt gewordene Ort, wurde von König Ferdinand VI. 1746 bis 59 gegründet. Eine kleine Treppenbrücke führt von dem Palast über einen Kanal zu dem Inselgarten, der mit Statuen und Brunnen reich geschmückt ist. Nun kamen wir in die Landschaft La Mancha, die durch Don Quixote sehr berühmt geworden ist. El Toboso ist die Heimat der Geliebten des Don Quixote. Das Urbild der Dulcinea war wohl Ana Zarco de Morales, in die sich der Dichter Cervantes
bei dem Aufenthalt in El Toboso verliebte. Wir besichtigten das Haus der Dulcinea. Nicht weit davon entfernt liegt das Gasthaus Venta de Don Quixote, in dem der fahrende Ritter seine Waffennachtwachen gehalten haben soll. Ein paar Kilometer weiter liegt Mota del Cuervo, ein Ort, in dessen Umgebung der fahrende Ritter seine Windmühlenkämpfe austrug. Auch heute sieht man noch viele Windmühlen. Nach dieser netten Unterbrechung führte uns die Straße weiter durch endlose Sonnenblumenfelder. In Cuenca befindet sich die Casas Colgadas oder hängenden Häuser. Diese Häuser kleben am Hang über einem Fluss und sind bis zu 10 Stockwerke hoch. Etwa 35 Kilometer entfernt befindet sich die Ciudad Encantada, eine fast 20 Quadratkilometer große, märchenhafte Stadt, die aus mächtigen Erosionsblöcken besteht. Die Torcas sind Erdtrichter, von denen der größte 700 Meter Durchmesser hat und 60 Meter tief ist. An den Hängern dieser durch unterirdische Wassertätigkeit entstandenen Trichter stehen vielfach Pinienhaine. Circa 100 Kilometer nördlich von Valencia beschlossen wir, ein paar Tage Badeurlaub zu machen. Hier konnten wir uns nun endlich bei gutem Essen erholen. Leider mussten wir bald wieder weiterfahren und natürlich muss man bei solchen Reisen das Auto regelmäßig überprüfen. Leider mussten wir feststellen, dass die Lichtmaschine kaputt war. In einer Werkstatt konnten wir nur die Batterie neu aufladen und dann mussten wir möglichst ohne stehen zu bleiben bis Österreich durchfahren. In St. Johann in Tirol wurden wir dann mit großem Hallo empfangen. Den Aufenthalt hier benutzten wir, um zu feiern. Und um zu wandern. Rückblickend betrachtet war dies eine sehr schöne Reise mit sehr lieber Begleitung.